Herzlich willkommen zu einem neuen Bastelvideo von uns. Heute geht es um die Verdunklung beim Max-Fan, der bei uns direkt über dem Bett hängt. Dort ist es natürlich besonders wichtig, dass man ein Rollo hat, damit man nachts gut schlafen kann. Wen es interessiert, wie unsere jetzige Lösung aussieht, für den geht es nach einem kurzen Intro weiter. Als vor 2 Jahren bei uns der Max-Fan eingebaut wurde in einer Werkstatt, war ein Verdunklungsrollo inklusive. Das war aber nicht so ein Plissee wie vorher bei dem Heki, das dort über dem Bett eingebaut war, sondern es war ein Springrollo und das kannte nur 2 Stellungen, geöffnet oder geschlossen. Die Feder, die war auch unheimlich stramm, also wenn ich das geöffnet habe, musste ich immer aufpassen, dass es mir nicht aus der Hand rutscht, denn dann hat es sich mit voller Wucht aufgerollt. Außerdem war die Beschichtung von dem Rollo nicht ganz so optimal. Es hat sehr viel mehr Licht durchgelassen als das Plissee zuvor, sodass es immer in der Nacht etwas dämmerig war. Man konnte also eigentlich immer noch alles gut erkennen hinten im Schlafbereich. Das hat sich besonders immer dann bemerkbar gemacht, wenn man in der Nähe von einer Straßenlaterne gestanden hat oder bei der Mitternachtssonne in Norwegen. Da war ja nachts immer hell und da habe ich nachts sehr schlecht geschlafen, weil ich eben den Van hinten nicht richtig dunkel bekommen habe. 2 Jahre hat dieses Rollo vom Max-Van seine Dienste erfüllt, mehr schlecht als recht. Und jetzt ist es uns kurz vor Ende unserer Nordspanien-Tour kaputt gegangen. Und zwar sind so 2 Gegenstücke der Nasen, die das Rollo in Verdunklungsstellung halten, abgebrochen. Ich habe dann den Rest des Urlaubs einfach ein Kissen reingestopft, um überhaupt schlafen zu können. Denn morgens ging ja dann schon um 5:30, 6 dort die Sonne auf. Aber das wäre natürlich keine Dauerlösung gewesen. Zu Hause habe ich dann sofort im Internet geschaut, ob ich für dieses kleine Plastikteil, für die Verriegelung, ob ich dafür Ersatz bekomme im Internet. Es gibt alles Mögliche für den Max-Fan als Ersatz zu kaufen. Nur dieses Teil habe ich nicht gefunden. Und ein 3D-Drucker, um das selber zu fertigen, den besitzen wir nicht. Also musste eine andere Lösung her. Unser altes Heki mit der besseren Verdunklung lag noch in einem Karton im Keller und so bot es sich an, einfach das wieder auszutauschen. Ich hatte schon in einigen Foren gelesen, dass viele einfach die alte Verdunklung befestigt haben und weiter nutzen. Einfacher gesagt als getan, denn die beiden Rollos haben unterschiedliche Maße. Auf diesen Bildern kann man das vielleicht erkennen. Der Ausschnitt beim alten Rollo ist viel größer, die Einbauhöhe aber niedriger. Grundsätzlich ist so eine Verdunklung zweiteilig. Es gibt einen Rahmen, der an die Decke geschraubt wird, und dann das eigentliche Rollo, das auf diesen Rahmen geklipst wird. Durch die unterschiedlichen Maße, die wir jetzt hier haben, passt das mit den Klipsen gar nicht. Man kann also nicht einfach die Rollos tauschen, sondern man muss auch den zum alten Rollo passenden Einbaurahmen montieren. Wenn man den Rahmen vom defekten Rollo abnimmt, sieht das so aus. Es kommt die Holzkonstruktion unter dem Dachausschnitt zum Vorschein und jede Menge Spalten und Ritzen. Wenn man nun den alten Heki-Einbaurahmen einsetzt, der ein paar Zentimeter niedriger ist, werden die Ritzen nicht vernünftig abgedeckt. Und jetzt kommt wieder unser Sohn ins Spiel, ein leidenschaftlicher Hobbyschreiner. Der hat nach kurzer Überlegung sofort einen Plan parat. Er will einen Holzrahmen bauen um den Max-Fan herum, sodass die Spalten nicht mehr sichtbar sind. Und wie das alles entstanden ist, das zeige ich euch jetzt. Thank you.
immer hat es einige Anproben gebraucht, bis es wirklich gepasst hat. Ich habe dann zum Schluss noch mit unserer üblichen hellgrauen Camper-In-Farbe den Rahmen gestrichen und bin mit dem Ergebnis wirklich sehr zufrieden. Jetzt ist es wieder richtig dunkel, wenn man das Rollo schließt, und ich kann wieder sehr gut schlafen. Und wenn man nachts bei Wärme den Ventilator braucht, lässt man einfach die Verdunklung etwas geöffnet und schließt die Lücke mit dem Insektenschutz. So kann frische Luft reingeblasen werden. Wir haben das Rollo extra so montiert, dass diese Lücke in Richtung Fahrerhaus zeigt und nicht Richtung Heck, damit einfallendes Licht nicht direkt ins Gesicht scheint. Theoretisch ist die Verdunklung in jede Richtung montierbar, aber für uns war dies die beste Variante. Mit dem größeren Ausschnitt ist es jetzt auch viel einfacher, den Insektenschutz vom Maxfin zu lösen oder den Drehgriff zu nutzen. Vorher war das immer recht eng und fummelig mit den Fingern. Dieser Drehgriff ist ja dazu da, den Maxfin ohne Fernbedienung zu öffnen und zu schließen. Und viele, die die alte Verdunklung nutzen, schrieben dann in Foren, dass sie Probleme haben mit diesem Griff, dass er zu weit raussteht und sie dann das Rollo nicht schließen konnten. Die haben sich dann einfach damit beholfen, dass sie den Griff demontiert haben und in einer Schublade einfach deponiert haben für Notfälle. Bei uns hat sich aber dieses Problem gar nicht ergeben. Entweder ist unser Maxfin irgendwie anders eingebaut, von der Höhe her oder sowas. Auf jeden Fall steht bei uns der Griff auf gar keinen Fall so weit runter, dass wir das Rollo nicht betätigen können. Bei uns hat sich dieses Problem überhaupt nicht gestellt. Zum Schluss möchte ich euch noch eine Neuheit von Steel zeigen, die auch mit dem Maxfin zu tun hat. Mit dem Teil haben wir die Zeit überbrückt, bis die ganze Geschichte mit dem Austausch des Rollos dort hinten abgeschlossen war. Wir haben das bestellt und alles selbst bezahlt. Es ist also keine bezahlte Werbung für Steel, aber wir sind von den Sachen, die Timo, der Geschäftsinhaber, sich einfallen lässt, so überzeugt, dass wir hier gerne etwas unbezahlte Werbung für den Shop machen. Viele von euch kennen den wahrscheinlich. Nun zu dieser Thermoabdeckung. Die ist aus dunklem Outdoor-Stoff genäht und hat eingearbeitete Magnete. Die Gegenmagnete klebt man anhand einer mitgelieferten Schablone auf den Insektenschutz vom Maxfin und kann dann die Lüftungsöffnung verschließen und verdunkeln. Im Winter soll das die kühle Außenluft abschirmen. Das müssen wir dann mal ausprobieren, ob sich das dann auch so bewahrheitet. Viele verbauen ja eine extra Dichtung beim Maxfin, die das auch leisten kann. Aber leider verklebt diese Dichtung wohl oft mit dem Plexiglas und reißt dann beim Öffnen des Maxfin gerne mal ab bzw. geht kaputt. Das kann mit der Abdeckung von Steel nicht passieren. Wenn man den Ventilator einschalten möchte, dann löst man die Abdeckung auf einer Seite, sodass Luft ein- oder ausströmen kann, oder nimmt es einfach ganz weg. Im Sommer geht es allerdings nicht, damit zu verdunkeln und gleichzeitig Luft reinzublasen, denn die Matte verhindert natürlich die Luftzirkulation. Wir werden diese Steel-Thermoabdeckung wohl vornehmlich im Winter nutzen, denn im Sommerhalbjahr haben wir eigentlich den Maxfin auch nachts ständig laufen und dann stört das natürlich mit der frischen Luft. Aber im Winter probieren wir das gerne mal aus, ob es wirklich isoliert und die kalte Luft etwas besser zurückhält, die dort einströmen kann. Wenn ich die Matte so wie jetzt also nicht brauche, hängt sie bei mir einfach am Fußende vom Bett. Dort habe ich mit übrig gebliebenen Silvi-Magnetpads, die kennt ihr ja vermutlich auch, die kann man auch rückstandslos wieder ablösen. Dort habe ich mir einfach zwei Pads ans Fußende geklebt, an die Wand, und kann dann einfach die Thermomatte da dran hängen. So, das waren heute unsere Neuigkeiten zum Maxfin. Vielleicht ist für den einen oder anderen eine Anregung dabei, wie er sein Verdunklungsproblem lösen kann. Ich bedanke mich für euer Interesse und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.